Where is he? Jordy can be a pain to work with. He's the devil I know. Things were different. I might be hunting him down. Or vice versa. But if he says we got a problem, I need to take it as a massive understatement. Can't let this survivor ID me. Everything's gonna spiral out of control. Naja, das wäre natürlich nicht so prall. Dann düsen wir da mal hin. Müssen da hoch. Das ist auch gar nicht so schwer. Wir müssen einfach nur hier hochklettern. Nein. Oh, fuck. Jordy, who are they? Well, they live here. What happened? Well, security in these buildings is pretty tight. So, people like this feel nice and secure living way up here. I mean, these people just had a simple chain lock on their door. I guess they want to have a good look at the pizza guy before they open it all the way. All right, fine, sure. So about this problem? Well, that's why I brought the bolt cutters. He opens the door this much, there's a chain right there, I slip him in and snip, and guess what? It's not the pizza guy. Jordy, the problem, let's deal with it. We are dealing with it. We're in the midst of solutions here, Pierce. You don't appreciate what I do for you. You don't realize how much I take care of you, do you? Really? Yeah. Well, do me a favor. Let's get on with it. How much time do we have? Not as much as we need. Oh, you remember the stiff from the stadium? He's not so stiff anymore. The cops got him in Chicago lockup, and oh, he's about to walk into an interrogation and point a finger right at you. How did that happen? Kick me when I'm down. Look at the view. See there? Call went out this morning. Somebody's paying buku bucks to grab this clown and make him talk. And one of those guys is running the assignment. Well, it seems like me and him need to have a little chat. Yeah, but this time, don't do that empty gun thing. Poor Maurice pissed himself after your last show. Don't worry about my methods. You know how to use that thing? Just get your ass down there, I got you covered. And don't kill the boss this time. You kinda need him. You think? Okay, da haben wir also ein kleines Problem. Mit dem Zeugen. I'll fix this quick, okay? My balcony hosts are moaning and that stuff gives me migraines. I get a migraine, Pierce. I am useless to you. You think you're the only one who wants this quick? How should I know what you want? Not big on empathy, are you? Not particularly. What's up with this fixer contract? What are they looking for? You. Somebody wants the vigilante big time. They're about to fake a prisoner transfer to bust out the one witness who can ID you. I've never seen them gather up this kind of manpower, though. You know, I'll try and stop them. Listen, the witness knows my face. If the fixers reach him, if my name gets out there, they'll come after my family. The F word. You're too sentimental, Pierce. That's a weakness. Somebody's gonna play that against you someday. I'll cover you where I can, but I can't see everybody. Alright, let's do this. Ja, wir legen auch gleich los, aber erstmal wieder die Location auschecken und so. Ah, da drüben ist auch noch eine Kamera. Da ist einer. Da ist ein Stapelgabler. Da ist ein Lift. Ja, jetzt machen wir keinen Stress. Der tut mir ja nichts. Also noch nicht. So, dann schalt ihn noch aus, mein Freund. Da hinten ist noch einer. Wir stehen eigentlich da oben so geschützt. Kann eigentlich nichts passieren. Aus der Reichweite, da ist ein Kran, da ist eine Kamera. So, ich glaube, sehr viel mehr Leute sind hier gar nicht unterwegs. Beziehungsweise noch nicht. Okay, so, let me think. Wir können da hinten, glaube ich, nicht großartig irgendwie runter. Ich muss nochmal gucken, ob ich eventuell
noch ein paar Skillpunkte vergeben sollte. Ich habe nur einen. Gut, das macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Kann ich denn noch irgendwas herstellen vielleicht, was mir irgendwie hilft? Gemcoms kann ich nicht herstellen, schade. Blackout kann ich auch nicht herstellen, habe ich keine Komponenten. Mist, ich hab ja gar nichts. So, Gemcoms, Focus Boost, Gemcoms, Blackout. Hier oben habe ich einen Köder, Focus Boost. Dann lasse ich mal den Köder hier drin. Hab ich denn hier? Habe ich doch eigentlich noch was? Maschinenpistole. Ja, die ist doch eigentlich ganz nice. Gut, steck das Ding mal wieder weg. Ich hoffe mal, das brauchen wir nicht, weil da kann man sich eigentlich noch ganz gut durchschleichen. So, Sekunde. Ist jetzt gar nicht, aber da unten drunter ist eigentlich nichts mehr Schlimmes. So, haben wir erstmal hier überall in Deckung. Gut, der sieht nichts. Autodidaktischer Gummikoch. Nun gut. Was soll man dazu sagen? So, da geht er weiter. Sehr schön. Wunderbar. Ich will hier in die Deckung. Hier rein. Drehst dich jetzt bitte nicht um. So. Das ist nämlich alles noch relativ machbar. Ich will nicht hier in die Deckung, du Dödel. So, wo laufen die denn jetzt lang? Kommt der hier? Dann muss ich mal kurz um die Ecke. Ne, der kommt gar nicht hierher. Sehr schön. So, Sekunde. Ah, stimmt. Den muss ich... Moment, ich muss auch hier erstmal noch die Tür aufmachen. Siehste, so geht's nämlich schon mal los. Ist nämlich genau, hier ist der Entriegelungsknopf. Gut, das war nämlich noch wichtig, dass wir hier überhaupt durchkommen. Jetzt muss ich nur gucken. Heads up, got one incoming. You see him? Nee, nicht wirklich. Ist doch sonst niemand. Ja, ich könnte ihn sprengen. Das macht natürlich jetzt nicht so viel Sinn. Ich habe auch keinen Köder, den ich schmeißen könnte. Ich will ihn eigentlich nicht sprengen, weil dann ist hier großes Bohai. Oh, this is perfect. Gut, dann muss ich schnell weiter. Ah, oh, dammit. So. So, schnell durch. Nein! Gut, ich bin nicht tot. Das war knapp. Hold on. Stop. Who's assigned the prison job? What? Man, I don't know what you're talking about. Lance Brenner. As a family. What are you doing? I'm asking how your family is. Looks like you got two lives going at once, family man. Yeah, the kids are gonna be in college soon. It's pricey for a union, man. Fuck you. And there's also the second life.
Ghost accounts with a lot of money in them. Hey. Do you know that your name is tied to a whole bunch of cold cases? I bet the cops would love a chat. Okay, hold on. You want a piece of the cash? I can cut you in. You're wasting my time. All right, all right! Fuck. Prison job. It's Angelo Tucci. He's running a convoy. It's too late. You'll never find him. Who says I want him? Bet he's got a family in town. Why do you want his family? The fuck is wrong with you? I wouldn't know where to begin. Wake up, Pierce. More fixers incoming. How bad? Remember Kinderhook? Shit. Und jetzt kommen natürlich 5 Milliarden Leute hier rein. Das war so absehbar. Systemschlüssel. Okay, so. Liegt hier hinten noch irgendwas? Glaube nicht. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier ungesehen wegkomme. Hier ist jetzt Helikopter und große Party angesagt. So, ich müsste mal gucken, ob ich irgendwas basteln kann. Ich kann Köder basteln. Ein Blackout, das wäre natürlich extrem geil. Ich glaube, den kann ich ganz gut gebrauchen. So, jetzt muss ich nur mal gucken. AK. Nehmen wir aber lieber die hier. So, na dann. Hey ho, let's go. So. Erstmal gucken, dass wir hier wegkommen. Nein, ich will nicht klettern. Ich bin Deckung, Nasenbär. So, Sekunde. So, wenn wir jetzt ein Blackout reinhauen, mal gucken, was passiert. Scheiße, habe ich jetzt einen Köder geschmissen? Das wollte ich gar nicht. Sekunde, ich wollte doch ein... Ah, wo ist mein Blackout? Hier, scheiße. Das wollte ich natürlich nicht. Damit, das habe ich mich natürlich hier selbst ins Abseits befördert. Das war nicht so klug. Na gut, dann müssen wir die halt alle mal ausschalten hier. Geht auch. Jetzt unnötig, aber egal. Nehme ich jetzt eine ganze Menge. Überlege, ob ich nochmal neu lade und gucke, dass ich den Köder benutze. Aber so ein bisschen rumballern macht ja auch mal Spaß. Ah, shit, den krieg ich nicht. So, Jungs, ihr nervt ein bisschen, muss ich sagen. Shit, hier kann ich gar nicht schießen, ist ja doof. Nerv mich nicht. So, jetzt kommt er nämlich mal hier aus der Reserve. So. Ja, ich weiß, mein Freund, ich weiß. Aber ich habe das Problem, dass sie mich hier alle abballern. Ach komm,
sorry. So. Come, move it. So, bloß weg hier. Check carefully and stay alert. All sight of them. Jetzt müssen wir hier weg und ich habe einen Frosch im Hals. Let it go, we'll get him next time. Ja, puh, geschafft. Meine Güte. Gut, aber das lief eigentlich ganz ordentlich. Auch wenn das mit dem Blackout mal so überhaupt nicht geklappt hat, was mich so ein bisschen nervt. Nee, jetzt kann ich auch nichts mehr herstellen. Schade. You never called me back. Did you find the guy we traced? Yeah. Some bad history there. Listen, I need to find someone else. This time I have a name. Helena Tucci. She's related to a guy I'm after. Does she live in Chicago? Yeah, I need a location right now. Got her. Wow, she's got a serious digital footprint. Okay, this morning she posted about a meeting today outside the Willis Tower. All right, I'll call you when I'm there. You may need more help. Das klingt doch gut. Dann sollen wir jetzt hier runter. Da macht jetzt eine Schnellreise nicht so wahnsinnig viel Sinn, glaube ich. Boah, dieses Auto. Ist hier nur am Rumrutschen. Are you up for a digital trip? That's the question you may get on the streets of Chicago as a new underground experience takes hold. Known as a digital trip, only one of these mind-altering experiences is currently available. But those in the know insist more will hit the streets very soon. Naja, diese digitalen Trips, das ist ja alles sehr lustig, aber naja, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. So, dann gucken wir uns mal die nächste Mission an. Sand im Getriebe. Okay, I'm at the Willis Tower. What do you got on Helena? Looking through status updates. She likes selfies. Here she is making a duck face, a sparrow face. She loves her cats too. Why are you targeting this clueless girl? I'm not. I need to find her uncle fast, and Helena's gonna point the way. Alles klar, wir müssen jetzt Angelo Tuccis Nichte lokalisieren. Die muss hier irgendwo okay, sein. Something. She posted a pic this morning. Her outfit for the day. Dark hair and glasses. And she's showing off a green backpack. Thank you, social media. That's a start. I'll keep digging. Nice. Gut, da müssen wir also ein Mädel finden mit einem Rucksack. Kann ich hier auch ein bisschen laufen? Lahmarschig, wie der sich hier bewegt.